geboren. Meine Mutter ist Deutsche, ist Siebenbürger Sächsin in Rumänien. Mein Vater ist Rumäne und ich bin als 5 Jahre alt hierher gekommen. Mir geht es nicht darum, dass wir die Einwanderung verhindern wollen. Das will die AfD nicht. Wir wollen ein klassisches Einwanderungsgesetz, dass jemand, der hierher kommen will und hier arbeiten will, und das auch kann, die Voraussetzungen dazu hat, das durchaus kann. Das möchten wir auch. Was uns missfällt, ist die Masseneinwanderung. Die unkontrollierte Masseneinwanderung, dass jeder reinkommen kann, ohne zu wissen, ohne dass wir wissen, wer ist, woher er kommt, was er plant, möchte er hier arbeiten, ist er vom IS eingeschleust, wir können das überhaupt nicht kontrollieren. Gerade am Anfang, man hat keine Fingerabdrücke genommen. Das ist das Problem, was wir sehen. Und wir sehen uns ja auch bestätigt mit der erhöhten Kriminalitätsrate, mit den Anschlägen, die jetzt in Deutschland passiert. Das ist das Einzige, was wir kritisiert haben, den Rechtsbruch der Bundesregierung. Abgeschoben, die keinen Aufenthaltserlaubnis bekommen. Also wenn sie den Prozess durchlaufen, dann bekommen sie entweder die Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland oder sie bekommen sie nicht. Ja, sie müssen doch unterscheiden zwischen Asyl und Einwanderung. Es gibt ein Gesetz dafür. Und wenn das Gesetz sagt, sie müssen das Land verlassen, dann haben wir uns an das Gesetz zu halten. Wir sind Demokratie. Und dann spielt es keine Rolle, ob jemand integriert ist oder nicht. Dann muss er das Land verlassen, weil das die Gesetzeslage ist. Wenn wir das nicht wollen, dann hätte die Bundesregierung die Gesetze ändern müssen. Hat sie nicht gemacht. Sie hat die Gesetze so gelassen, wie sie ist. Ja, der Punkt ist ja irgendwie, nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Wir haben uns ihren Lebenslauf angeguckt, den Politikunterricht und so weiter. Und sie sind selber Einwanderin? Wie gesagt, meine Mutter ist Deutsche. Ihre Mutter ist Deutsche? Mhm. Meine Mutter ist Siebenbürgerin. Das ist aber trotzdem Rumänerin, oder? Nein. Sag mir nein, das ist nicht. Sie leben in Rumänien. Also es ist eine deutsche Gruppe in Rumänien. Sie sprechen Deutsch, sie gehen auf deutsche Schulen. Das ist Siebenbürger Sachsen. Die deutsche Staatsbürgerschaft? Oder? Natürlich, meine Mutter hat die deutsche Staatsbürgerschaft sofort bekommen, als sie nach Deutschland gekommen ist. Aber wenn man jetzt erstmal die Gesetze... Das ist ein Unterschied zwischen Aussiedlern und Migranten. Ich bin so ein Mix zwischen jemandem, der ausgesiedelt ist bzw. geflohen ist, weil mein Vater saß in politischer Haft lange Zeit, weil er sich gegen das Ceausescu-Regime gewehrt hat. Und trotzdem sind Sie dagegen, dass die Leute, die irgendwie in Syrien, was weiß ich, in irgendwelchen Foltergefängnissen leben oder was weiß ich, nach Deutschland kommen? Nein, da missverstehen Sie mich. Aber ich habe mir das Wahlprogramm ihrer Partei durchgelesen. Ja, gucken Sie sich das denen. Und ich habe wirklich versucht, das Ganze irgendwie so zu verstehen, dass man nicht irgendwie um die Ecke kommen kann und sagen kann, ja, das sind Nazis, und ich habe mich hingesetzt und habe mir gedacht, komm, ich lese mir das ganz ehrlich durch und versuche da irgendwie vorurteilsfrei ranzugehen. Da haben Sie doch aber sicher gelesen, dass wir denen, die tatsächlich verfolgt sind, tatsächlich helfen wollen. Ja, und diese Leute, die aus Syrien kommen, sind nicht tatsächlich verfolgt. Ja, natürlich, die kommen aus Kriegsgründen, die kommen aber nicht vom Asyl, da müssen wir wieder unterscheiden. Gibt es, ich glaube, eine Anerkennungsquote von 0,4%, die letztes Jahr nach Deutschland gekommen sind, haben tatsächlich Asyl bekommen. Aha. Und die 38% durften nach der Genfer Konvention. Repcam kommt schon. Das sind die Bürgerkriege. Die Fahne gehört dazu. Das heißt, denen wollen wir helfen. Und die kommen aus wirtschaftlichen Gründen, da müssen wir sagen, da brauchen wir ein Einwanderungsgesetz. Und das klar regeln. Und wir dürfen das nicht vermischen. Und die Bundesregierung hat es vermischt. Und das führt zu Problemen. Das ist alles. Sie haben in Ihrem Wahlprogramm drin stehen, dass Sie keine ideologisch bedingte Inklusion wollen. Mhm. Ideologisch, was weiß ich, auf jeden Fall, ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr, aber auf jeden Fall, ich frage mich einfach, Sie reden die ganze Zeit von Gesetz, das gehalten werden muss und so weiter. Jetzt steht aber ganz klar in der UN-Behindertenrechtskonvention drin, dass allen körperlich oder geistig benachteiligten Schülerinnen und Schülern der freie Zugang zu normalen Regelschulen gewährleistet werden soll. Auf der anderen Seite sagen Sie jetzt wiederum, ja, okay, das wollen wir eigentlich gar nicht. Auf der einen Seite sollen wir uns jetzt ans Gesetz halten, naja, aber wenn es das Völkerrecht ist, dann juckt es nicht mehr. Nein, wenn wir etwas nicht wollen, dann möchten wir das Gesetz ändern. Und das ist ja auch durchaus möglich. Bei der Inklusion ist es so, man muss es differenziert sehen. Meine Mutter ist zum Beispiel Lehrerin, die hat das hautnah mitbekommen. Manchmal ist es kein Problem, dass behinderte Kinder in die normalen Schulklassen kommen. Und manchmal gibt es einfach Probleme. Gerade wenn es eher eine geistige Behinderung ist. Und zwar nicht nur bei den Schülern, die in den Klassen selber drin sind, sondern auch bei den Behinderten selber, weil sie nicht so gefördert werden können wie speziell dafür ausgebildete Pädagogen, die diese Kinder normalerweise fördern. Und ich glaube, da bleiben alle auf der Strecke. Da bleiben die Kinder auf der Strecke, die eine besondere Förderung brauchen. Auf die kann man sich nicht genug konzentrieren, weil es viel zu viele Schüler in der Klasse sonst gibt, auf die man auch noch Rücksicht nehmen muss. Und dann bleiben genauso die Kinder, die in der Klasse sind, auf der Strecke. Weil der Lehrer dann doch wieder die Aufmerksamkeit dahin legt. Also warum behalten wir es nicht so, wie es vorher war?
und helfen und fördern die Kinder, die es wirklich brauchen. Weil wir über eine Aufhebung der Finanzbündelung auf Förderschulen durchaus genug Geld hätten, um allen Schülern eine angemessene Unterstützung in Regelschulen zu geben. So wie es im Völkerrecht vorgesehen ist, das ist ein Menschenrecht. Aber Sie sehen, Sie sehen doch, dass es nicht passiert, oder? Sie sehen natürlich passiert es nicht, aber dann sollte man sich dafür einsetzen und nicht dafür einsetzen, dass man die Inklusion vollkommen aufhebt und die ideologisch bedingte Inklusion vollkommen sein lässt. Aber nur da, wo es Sinn macht. Was hat es für einen Sinn, wenn wir alles zusammenmischen und wir sehen, es schadet letztendlich allen? Es geht nicht um den Ausschluss von Behinderten oder von Kindern, die nicht so gerne. Es geht darum, dass wir die speziell fördern. Und es geht bei uns ja noch ein Stückchen weiter, wenn wir sagen, wir wollen nicht nur, dass die Leute aufs Gymnasium gehen und nicht nur Abi machen, sondern es gibt Kinder, die schaffen das einfach nicht. Und anstatt sie zum Gymnasium zu treten, wieso fördern wir sie nicht in den Schulen und bringen sie zu einem guten Abschluss, zu einem guten Hauptschulabschluss, zu einem guten Realschulabschluss? Und machen den Leuten klar, eine Ausbildung, eine Meisterlehre, Handwerk, alles das, wo im Moment die Leute fehlen, ist genauso viel wert. Wieso dieser Wahn, dass jeder Abitur machen muss? Wieso dieser Wahn, dass jeder studieren muss? Ja, das steht ja auch drin, beispielsweise im SPD oder auch im Linke-Wahlprogramm, dass man ganz klar auch die berufliche Bildung fördern will und attraktiver machen will. Aber der Punkt ist, wir haben so viele Schüler gehabt, die irgendwie bei uns auf dem Gymnasium waren, die dann runtergegangen sind auf andere Bildungsformen. Mhm. Warum muss man dann irgendwie noch dafür sorgen, dass die Leute nicht erstmal die Chance bekommen, Abitur zu machen? Aber warum muss man erstmal dafür sorgen, dass sie scheitern? Wieso sagt man nicht von vornherein, guck mal, wir haben es gesehen, in der Grundschule, in der Mittelstufe, du bist nicht dafür gemacht. Du wärst viel besser auf einer anderen Schule. Ja, wie soll man insgesamt gucken, ob jemand nach der vierten Klasse irgendwie bereit ist, Abitur zu machen? Das konnte man früher ganz gut machen, so nach der fünften, sechsten Klasse. Ich war ganz schlecht und mache jetzt Abitur. Kann ich aus Erfahrung sagen. Das ist ja die Chancengleichheit wieder, dass jeder dieselben Chancen hat. Natürlich, aber es gibt andere, die gehen frustriert von einem Gymnasium runter und denken, sie sind zu doof oder zu sonst irgendetwas, anstatt ihn von vornherein aufzufangen. Und ja, aber sagen. Finden Sie das nicht frustrierender, gesagt zu bekommen, ja, du packst das eh nicht, anstatt aber es zu versuchen und es dann nicht zu schaffen? Nein, aber es hindert doch keiner, dann aufs Gymnasium zu gehen und das dann wieder nachzumachen. Es hindert sie doch keiner. Ich meine, es zwingt die auch keiner. Nein, aber der Zwang besteht ja nicht. Aber der gesellschaftliche Druck ist doch da. Nee, das finde ich nicht. Ich finde schon. Also in der Bildung so, was machst du, Abi, studieren oder machst du neue Ausbildung? Ich finde, da ist schon eine gewisse. Das ist genau wie mit den Frauen. So nach dem Motto, was machst du beruflich? Und wenn eine Frau sagt, ich bin Hausfrau und Mutter, dann kommt so der mitleidige Blick so nach dem Motto, und hast du nichts anderes gelernt. Das kommt dann immer auf die Person drauf. Ja, aber das ist gesellschaftlich. Aber uns geht es darum, wirklich die Chancen zu sehen und zu ergreifen und die Schüler dazu fordern, wo es möglich ist. Nicht im Ausschluss. Mach nichts, sonst kommen wir da an die Ohren. Wie wichtig ist für Sie die Vergangenheit? Also dieses Stolzsein auf Deutschland, auf die Wehrmacht. Wie stehen Sie dazu, zu der Aussage von Gauland? Ich mache Politik für die Zukunft. Stimmen Sie eigentlich, Herr Höcke, zu, dass das Mahnmal für die 6 Millionen ermordeten Juden in Berlin ein Mahnmal der Schande ist? Er hat gesagt, ein Denkmal der Schande. Okay, dann ein Denkmal der Schande. Entschuldigung, das ist dabei so ein Schlag für die noch lebenden Überlebenden des Holocaustes, wenn dann Leute kommen und fordern, dass man endlich Schluss macht mit der Erinnerungspolitik und dass man das Ganze einfach mehr oder weniger vergisst. Also wie gesagt, ich bin dabei, Politik für die Zukunft zu machen. Und was in der Vergangenheit ist. Wir kennen unsere Verantwortung, wir haben daraus gelernt. Aber ich gucke nach vorne. Ich glaube, Deutschland hat aktuell viel größere Probleme als in der Geschichte. Safer Sex! Die Schweiz ist für Safer Sex. Sind Sie auch für Safer Sex? Kondome schützen! Reservative für Deutschland! Kinder machen Arbeit! Reservative für Deutschland! Ich will gerade hier durchfahren. Ja, gerne. Bitteschön. Ja, genau, Populismus gegen Populismus, gerne. Ja, Ich schon gesehen, ich habe auch schon die Rechtschreibfehler verbessert, ist alles okay. So, Kinder machen Arbeit. Reservative für Deutschland. Mit Sicherheit. Eugenik positiv besetzen. Vaginalverkehr braucht klare Regeln. Die Schweiz ist für Safer Sex. Wir auch. Reservative für Deutschland. Ich wähle die BFD, weil ich weiß, was Sex bedeuten kann, wenn wir nicht aufpassen. Oder Magenta. Kein Sperma aus sicheren Herkunftsländern. Vaginalverkehr braucht klare Regeln. Bürgerpflicht für Schwänze. Kinder machen Arbeit. Vor Überbevölkerung schützen wir eine Obergrenze.
waren gerade schon da. Ja, ja. Deutschland, das muss für Ausländer gelten, Lunge. Ja, für alle. Ja, neue Deutsche können andere machen. Das ist meine. Muss ich meine Methode. Kriege ich auch mal ein Zettel? Burka-Pflicht? Burka? Ja. Achso, es ist kalt. Ja, ich bin da Arbeit machen. Ich zum Beispiel habe ganz viel Arbeit gemacht. Du hast Arbeit gemacht? Ja, meinen Eltern. Als Kind war.